Hallo, hallo, Freunde des Fehlercodes 190. Ich hatte kürzlich das Problem mit dem Fehlercode 190, wenn ich bestimmte Apps aus dem Play Store runterlade. Das gilt allerdings nicht für alle Apps. Warum und weshalb und wie man das Ganze lösen kann nach dem Intro. Okay. Verursachen wir erstmal den Fehler, im Übrigen, weil ich weiß, dass die Frage auftauchen wird. Das ist das Xiaomi Mi Pad 4 Plus. So, haben wir das auch schon mal geklärt. Und ich nutze jetzt hier als Beispiel Antutu Benchmark. Und zwar 3D-Bench. Antutu ist schon installiert. Und nun möchte man sich ja nun 3D-Bench gerne noch nachinstallieren, um eben das Gerät testen zu können. Also, da haben wir schon. Also, es ist jetzt hier auf Englisch, weil das International-Version von dem Tablet ist. Ist aber auch egal. Den Fehler gibt es auch auf Deutsch. Also, Antutu 3D Bench kann nicht runtergeladen werden. Bitte versuche es erneut. Und wenn das Problem weiterhin auftritt, soll man halt die Troubleshooting-Seite sich durchlesen, auf der natürlich nicht steht, A, was dieser Fehlercode genau bedeutet und B, wie man das Problem lösen kann. Nun habe ich auch die Internet-Tiefen durchforstet und in irgendeinem Forum dann einen Vorschlag gefunden, der tatsächlich funktioniert und auch tatsächlich das Ganze irgendwie nachvollziehbar macht, warum der Fehler auftritt. In dem Falle betrifft nämlich der Fehler hier bei mir. Ich weiß nicht, ob der Fehlercode 190 auch noch andere Ursachen haben könnte. Ich zeige euch jetzt, wie ich das Problem hier gelöst habe, weil ich, wie gesagt, es gibt da keine Anleitung, was genau der Fehlercode 190 denn bedeutet. Also, in meinem Falle konnte ich einige Apps runterladen, einige Apps konnte ich nicht runterladen. Und welche konnte ich nicht runterladen? Die, die zusätzliche Daten benötigen, wie die meisten Games oder der 3D-Test von Antutu. Also gehen wir ins Einstellungsmenü und suchen dann hier Permissions, beziehungsweise zu gut Deutsch Berechtigungen der einzelnen Apps. Was sie eben dürfen und was sie nicht dürfen, das kann normalerweise jedes Telefon. Hier unten. So, hier Permissions. Und dann habe ich jetzt hier die installierten Apps. Jetzt kann man sich das noch sortieren, eben nach Apps oder direkt nach den Rechten. Oder was alles im Autostart ist. Das interessiert uns aber überhaupt gar nicht. Ist eigentlich egal, welche Sortierung wir machen. Ich mache jetzt einfach mal die Sortierung nach den Zugriffsrechten und es geht im Speziellen um den Zugriff auf den internen Speicher. Zu gut Englisch, Access and Change, Files und Internal Storage. So. Und jetzt sind hier die entsprechenden Apps angehakt, nicht angehakt oder mit einem Fragezeichen versehen. Angehakt heißt, die App darf den internen Speicher verändern, beschreiben, lesen. Ein Fragezeichen bedeutet normalerweise, dass nachgefragt werden muss. Man kann auch noch deny, also kurz gesagt, das Ganze ablehnen, ist jetzt hier gar keine App eingetragen. Und bei Google Play Store, da habe ich ein Fragezeichen. Die Abfrage kommt aber nicht. Bug, keine Ahnung. Hier müssen wir Accept drücken. Also beziehungsweise müssen einfach den Google Play Store als App erlauben, auf den internen Speicher zuzugreifen. Warum ist das hier nicht standardmäßig eingestellt? Weil das bei der International Version immer nicht grundsätzlich mitinstalliert wird, der Play Store. Der wurde nachinstalliert. Und dann ist in der Grundeinstellung vom Betriebssystem festgelegt, dass dann die entsprechenden Berechtigungen abgefragt werden müssen. Nun habe ich die Berechtigung jetzt also gesetzt. Jetzt darf auf den internen Speicher geschrieben werden. Warum es jetzt nur bei Apps auftritt, bei denen zusätzlich noch Dateien installiert werden müssen, wie PUBG beispielsweise, wie Breakneck das Spiel, wie Antutu 3D Bench. Das weiß ich nicht. Warum normale Apps installiert werden können und das geht nicht. Für mich ist nur eins wichtig, nämlich es funktioniert nun. Und wir sehen, es ist geglückt. Das Programm ist jetzt installiert. Ja, jetzt kommen Abfragen. Jetzt kommen die Abfragen, die wir vorher halt nicht hatten. Ja, hier das Mi Pad 4 plus 133.000 Punkte. Schön. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen weiterhelfen, den Fehler 190 im Play Store zu beheben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hat euch das Video weitergeholfen? Gebt ihr doch einen Daumen nach oben. Die Katzen würden sich sehr freuen. Und die auch. Und natürlich die. Kommt auf moschus.de, ich stelle da immer wieder interessante Angebote online. Ihr könnt euch auch im Forum informieren, ihr könnt auch im Forum andere technische Fragen stellen. Da gibt es auch extra ein Unterforum für, ihr könnt bei Gewinnspielen mitmachen. Und zu guter Letzt den Kanal der Katzen abonnieren. Ich bin hier nur Angestellter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.